Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video Resettos Alter. Ich zeige den Fehler an. Wahrscheinlich, weil ich den falschen Level gewählt habe. Jemand hat mich in den Kommentaren gefragt, was ich vom Mondial 2 halte. Also laut der Datenbank hier ist er auch von 87. Der Supermondial. Da müsste doch, Supermondial müsste doch auch von 87 sein. Das ist wohl einfach nur. Wenn wir nach Google gehen. Ich bin ja schon auf Google. Mephisto Supermondial 2 Wiki ist von 89. Was hätte ich jetzt nicht gedacht? Der Supermondial 2 ist von 1989. Das ist ja relativ spät. Der ist von 87 hier. Ich kann mal kurz gucken, von meiner Supermondial 1 denn ist. Meine Güte, das Sprechen ist nicht einfach. So, dann muss ich einfach nur bei Mondial 2 hier das wegnehmen. Ist der davon 87? Der ist von 86. Ich glaube, die haben immer nur ganz kleine Auflagen gemacht. 1000 Stück oder was? Ich weiß jetzt aber auch keine Ahnung, wie viel das wohl gewesen sein könnten. Und dann haben wir die abverkauft, dann haben die nächsten gemacht. Weil es ist ja hier quasi. Ich bin nicht schön genug. Ich muss hier nochmal schminken gehen. Der Supermodell 1 ist dann also 86. Dann 87 ist der Mondial 2. Und 89 der Supermondial 2. Ich frage mich, wie die programmtechnisch sich so einreihen. Ob der Supermondial 2 dann eher Richtung MM5 geht, tendiert, weil der näher dran ist als der MM4. Ich kann mal kurz was anderes gucken. Was hat der Eierbrowser dafür genommen? Ich ihn liebevoll nenne hier. Bedienungsanleitung vom Mondial 2. Im Mephisto Mondial 2 ist ein Qualitätserzeugnis mit dem Gütesiegel Made in Germany. Wir haben uns bei dem Produkt bemüht, durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile und so weiter und so fort. Deswegen waren die Mephistos natürlich auch nicht so super günstig. Die Seitegeräte, die waren ja made in China, konnte ich mir vorstellen. Deswegen waren die ja, günstiger vom Preis her. Von der Qualität her weiß ich nicht, kann ich nicht so beurteilen. Ich gucke mal, wo die Level stehen. Schnellkorrektur, neue Partie, Stufe. Also 1 bis 8, 13, 30, 1 Minute, 3, 2 Minuten, 3 Minuten, 6 Minuten unbegrenzt. Das ergibt ja keinen Sinn. Es wird ja keinen Sinn ergeben. Also von daher finde ich den Supermondial 2 schon mal besser. Der hat viel mehr Level. Der Supermondial 2, der hat. Wo ist er denn? Supermondial 2. Der hat hier, das ist hier so gemacht beim Supermondial 2. 5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Minuten, 2 Minuten, 3, 6, unendlich. Ja, ist quasi das gleiche wie das, nur eben, er hat natürlich auf der B-Linie hat er noch hier 40 Züge in der Stunde, 40 Züge in 2 Stunden, 40 Züge in 2 Stunden 30. 50 Züge 2 Stunden, 50 Züge 2 Stunden 30, 60 Züge in der Stunde, 60 Züge 2 Stunden und 60 Züge 2 Stunden 30. Weil das wäre ja auch hier ohne Uhr natürlich auch schwierig einzuhalten. Das scheint wirklich die einzigen Level zu sein. Also scheint dieses Gerät wohl doch komplett was anderes zu sein. Oder halb was anderes. Dann gibt es noch hier Blitz. 5 gegen 5, 7 gegen 7, 10 gegen 10, 15, 15, 20, 20, 30, 30, 45, 45, Stunde, Stunde. Und dann gibt es hier noch, ist das 2 gegen 5? Blitz, da steht nämlich 2, 0, 2, 0, 5, 0, 2, 10, 0, 5, 10. Ach, das sind Handicap-Stufen. 5 gegen 15, 5 gegen 30, 10 gegen 15, 10 gegen 30, 15 gegen 30. Ich gehe mal davon aus, der Computer hat dann immer diese Zeiten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man selbst 2 Minuten hat und der Computer 5. Kann aber auch sein. Dann gibt es hier noch Play, Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gibt es auch Matt 1 bis 8. Info auf, Turnier auf, Ton on, Theorie on, Best on, PB on,
Powerbase? Was soll das heißen? PB. Easy off und BF off. Wusste ich erst, dass man Supermondial easy off oder on hat. Wie dem auch sei. Also mit dem, da finde ich natürlich den Supermondial 2 hier besser. Das Problem ist ja auch, er hat ja kein Display. Dieser Mondial 2 hier. Ich gehe mal auf ein gutes Ed Schröder. Da steht da verglichen mit Mondial 2 oder Super Mondial 2. Dem Mega 4 war das oder sowas. Ich glaube aber, MM4 war nicht in der Liste drin als Vergleich. Was kann ich denn machen? Level 3. Warum zeigt er mir jetzt Error an? Ach ja, er erwartet, dass ich. Ach, stimmt ja. Mann, ich vertue mich jetzt. Der erwartet, dass ich hier level und dann hier so das mache. Also über die Taste 3, Läufer 3. Und ich habe versucht, über das Drücken des Feldes. Das will ich aber ein bisschen beschleunigen, sonst dauert mir das ein wenig lange hier. Gib Gas, Alter. 1000%. Gib alles. E4. Das Problem, was ich ein bisschen davon habe bei diesen Emulatoren, ist hier, dass ich dann so schlecht sehe, was er da gerade zieht. Ist das G8F6? Ach ja, finde einfach mal Dame E2 dazu. Mit der Idee, D5 zu unterbinden, weil ich dann Dame E5 schlägt Schach mache. D5 schlägt, D5 schlägt, Dame E5 schlägt Schach. Das ist die Idee von Dame E2. Was machst du jetzt? Läufer B4 Schach? Doch nicht. Läufer C5. F4. Ach, warum schnitze ich mich nicht einfach ein Königskamm zusammen hier? Wenn schon wild, dann richtig wild. Ich weiß aber nicht, inwieweit die. Ich glaube, dann zieht er eher Springer G4, wenn ich jetzt Springer F3 mache. Deswegen ziehe ich mal lieber Läufer E3. Soll er nehmen? Dame B6. Was macht er denn? C5, E3. Ich dachte kurzzeitig Dame B6 mit der Idee Dame B2 schlägt. Das Gesuche ist immer noch recht stark vorhanden bei mir. Jetzt A5 oder Rochade? Dame nach B6. Ich habe jetzt nicht so groß die Lust auf Damentausch, muss ich ehrlich sagen. Ich mache mal Dame nach F3 und Läufer G4. Also ich kann ihn auch schlecht ausweichen. Vielleicht Dame D2. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf auf Damentausch. Was machst du denn? Was machst du denn? Springer nach D7. Springer F3. E8. G8. Was können wir denn machen? Springer C3 und dann E2. A4. Springer C3, A5. Dann habe ich keinen. Da muss ich schon A4 ziehen. Aber das mache ich doch trotzdem. Auf A5 mache ich A4. Da darf ich natürlich nicht die Figur anfangen lassen. Na gut, was kann man dazu sagen zu dem Gerät? Also es ist bestimmt kein schlechter Schachcomputer, sagen wir es mal so. Das Problem ist nur, was ich ein bisschen damit habe, ist hier, dass er kein Display hat. Das würde mich dann doch nicht unerheblich stören. Was macht die 7 nach E5? E8 nach E5, weißt du was, dann ruck ich groß. So. Hat mich ein bisschen überrascht, dass er mit dem Turm genommen hat. Ich hätte eher gedacht, er würde mit dem Bauern nehmen. Was machst du, Läufer G4? Er dürstet nach Türmen. Dame F4 vielleicht sogar noch. Ist bestimmt kein schlechtes Gerät, aber ich weiß nicht, mich stört das immer, wenn die kein Display haben. Das kann ich so gerade eben beim Kishon, lasse ich das nur so gerade eben durchgehen. Springer E2, Springer A4. Springer A4 würde ja seine Pläne, falls er die dann haben sollte, mit A5 etc. Etwas blockieren. Deswegen mache ich den sogar. Nachher macht er A5, A4.
wenn der Springer irgendwo auf C2 oder sowas wandert, dann stehe ich schon nicht mal so gut da. Dame nach. Oh, oh. Ich muss immer so lange suchen hier. Das ist bei Weitem nicht so schlimm, wenn da vor einem liegt, der Schachcomputer. Dann hat man wohl durch die Perspektive. Das ist etwas besser. Was mache ich denn jetzt? D4. Ach, Turm E4 schlägt. Dame F4, H3. Turm F6. Was will ich denn planen? Dame H6. Ich mache erstmal H3. Läufer nach E6. Dass ich kein D4 ziehen kann, das nervt mich doch schon sehr. Ich kann natürlich nicht neben den Läufer, aber mein Springer dann ein, ja, einsteht nicht, aber er hat ja einen Halt mehr. Da muss ich schon B3 ziehen. Ich mache mal G4. Wenn er nimmt, nicht mit dem A-Bauern. Ich hatte gar nicht bei der Megahertz-Zahl nachgesehen, was der denn da so drauf hat. Wo sind wir denn hier? A7, A6. Okay. G5 Springer, H5. H4 kann ich schlecht machen. D4 ist auch so blöd. Dame F4. Ich postiere mal die Dame ein bisschen aktiver. Droht aber trotzdem nicht dem Burner. Ja gut, ich drohe Läufer E6 schlägt. Dann nimmt er. Na, der Turm nimmt ja weg. Dann ziehe ich G5 und drohe gegen F7. Das sind so grob die Pläne. A8. Wohin nach E8? Wenn ich jetzt den Läufer schlage, dann schlägt er mit dem Turm meinetwegen G5. Wenn der Springer wegzieht, schlage ich auf F7. Also ich muss das G5, wenn ich G5 jetzt mache, macht der Springer H5. Deswegen nehme ich erstmal raus hier. Er kann auch den Springer nehmen. Lippo. Dass ich immer so stundenlang rumsuchen muss hier, bis ich den Zug finde. Was ist denn los hier? Den Turm bitte zurück. Meine Güte, ist das erbärmlich. Mann, 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 Mann. Ich habe schon gedacht, er würde Dame A4 schlägt machen. Ja, es kann auf G5 kann er natürlich einfach. Weil ich muss den schon durchziehen hier, Schitte. Ich habe mir das wieder so fromm fröhlich ausgemalt hier mit G5 und Springer muss weg und F7, das kannst du alles vergessen. Er hat schon gezogen, Thomas. Was ist denn mit B5? Hä? Das ist das Problem, was ich habe hier mit ohne Display. Scheiße. Okay, die hau ich raus. Was macht er jetzt? Da ist immer das Suchen hier. Turm schlägt. Was mache ich denn? G5. Turm F5. Geh mal mit dem König in die Mitte. Ein D4 kann ich halt noch nicht machen. G5 stellt einfach den Bauern ein. Ich glaube, wenn, dann hätte ich auch knüppelhart sein können. Ach shit, das sieht alles schon wieder so scheiße aus. Ach, der Springer steht irgendwo am Rand hier und kann gar nichts. Das stört mich schon so massiv. Wenn ich den Turm hier nach F5 ziehe, nimmt er den Bauern, der nimmt seinen Turm. Ich sehe, ich muss nehmen. Ist keine Frage des Wollens oder Könnens, ich muss den nehmen. Turm E2, Schach, König D1. Was will er? Was will er? Schach gesehen und Schach gegeben, so kennt man sie. Die hauen dir jedes Schach rein. So, Turm E1. Dann kommt das Springerschach und er hängt hier auch noch. Turm E1, Springer Schach, König C1, Turm schlägt Schach, König B1. Da kann der Springer aber nicht so ohne weiteres wieder weg. Macht das trotzdem mal. E2 was?
Spoilern raus. Sind wir den Doppelturm schon mal los? Aber wie will ich was hier machen? Der Springer muss ziehen, er muss auf D5 zurück. Ich sagte, der Springer muss ziehen. Was macht er denn? F5. Na gut, Turm E1, F4. Das Problem wird dann natürlich sein, der Turm kann erstmal nicht weg. Aber was mache ich denn dann? Was, wenn ich den nehme? Springer, Turm E1. G4, G4. König F7. Was soll ich dann machen? Turm E1, F4. Springer nach C5. Dann Springer nach E4, weil es bringt mir das alles nichts. Turm E1. G4 schlägt, F4. Turm E1, F4. Wie komme ich denn dann dran? Springer C5. Ich mache trotzdem Turm E1. Jetzt Bauer F4. Irgendwann. Jetzt müsste ich den Springer ranholen. Über B2 nach E4. König zieht ran, Springer C4, Springer nimmt mit Schach, ich nehme mit dem Bauern, er nimmt den Turm, ich nehme. Er kann dann auch mit G5 fallen, das ist sofort kaputt. So, weiter geht's. Was hat er denn gezogen? König F7? Das Problem ist, glaube ich, bei Springer C4, ich könnte Springer D1 ziehen. Der Vorteil bei der Sache, Springer C4, er schlägt ihn mit Schach. Und Springer D1 kann er nicht mit Schach schlagen. Da zieht der Springer weg von ihm, Springer D5. Kann ich dann die Türme tauschen? Er kann auch G5 ziehen, um sich den Bauern zu halten. Ach, Springer C4 könnte auch Springer D5 ziehen. Ach, dann habe ich ja die Springer Fork. Ich glaube, das geht gar nicht. Springer C4. Springer nimmt Schach, B schlägt mit Schach. Dann nimmt er den Turm, ich nehme, er zieht G5, König F2, König E6, König F3. Das wird da höchstens Remis. Springer D1, Springer D5. Ach, ich mach den, egal. Giri gegen Dubov. Die spielen diese Vorrunde. Das heißt, sie spielen erst ein Rundenturnier, jeder gegen jeden, heute und morgen. Und die ersten 8 Plätze, die qualifizieren sich für die K.O.-Runden. Ich glaube, das sind aber so Summen, um die spielen, da können so normalsterbliche Großmasse nur von träumen. Das ist ja selbst, wenn du da rausfliegst, aus der Vorrunde, also dich gar nicht fürs K.O. qualifizierst. Selbst dann hat man da... Hat man da, kriegt man schon 5.000 Euro. Oder Dollar. Hier für 5.000, nur fürs dabei sein. Deswegen wechseln wohl ab und zu ein bisschen die Spieler. So, nicht alle. Aber da kommen immer mal 2 Spieler noch dazu. Quasi, so wie offene Turniere. Wo dann quasi, ach, kann man jetzt schlecht sagen. So als Ausrichter statt, dass man die eigenen 2 eigene Spieler reinbekommt, aber das trifft es ja auch nicht. G7, G5, und jetzt habe ich... Stopp, warte mal, ich mache mal lieber D4. Sonst macht er nämlich C5, dann verliere ich das noch. Dann habe ich nämlich das Problem, dass ich meine Bauern gar nicht mehr ziehe. Dann habe ich nur nicht mal einen Freibauern, bin ich... Wohin zieht er? Was ziehst du, Alter? C6, C5 oder was? A6, A5. Ich habe immer so ein Problem, die Züge zu finden. Das kann ich nicht gewinnen. Er kann ja eh kein B3 ziehen, weil ich mit dem C-Bauern nehme. B3, C schlägt natürlich nicht, A schlägt, Fragezeichen wegen A3. So, der blockiert mir alles und jetzt mache ich Remis hier. Ich wüsste nicht, wie ich das, wenn ich D5 ziehe, verliere ich sogar. Ich ziehe jetzt einfach E4, F3 hin und her. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll. Wo zieht er hin? Meine, ich kann auch
unfassbar schlecht hier ablesen, wo dahin die Figuren hinzieht. Warum, wie schlecht bin ich denn darin? König E5 verliert sofort. Ja, ich hab's gesehen mit deinem Error, meine Güte. Ja, jetzt ziehst du König hin und her, dann ist das Remis. Wenn ich D5 ziehe, dann nimmt er und ich nehme, dann habe ich Angst, dass der Bauer einfach nur fällt. Was zieht er? G6 und wohin bitte? Nach F6. F6 nach E6. Okay. Wenn er C5 zieht, mache ich D5. Das ist klar, Remis. Wo will er denn hin? E6 nach D6. Ich will dein schäbiges Remis, nicht Lippo. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das hier vermutlich auch wieder, obwohl deswegen ist ja die Vergleiche waren ja alle, die ziehen ja alle in die Richtung, dass das Ed Schröder ist. Er kann zwar König E5 ziehen, König F2 meinetwegen, wenn er dann König. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Hier hin. König E4, D6, dann ist der Bauer, zieht der Bauer durch zur Dame. Er kann ja gar nicht näher ran. Sobald er die über die fünfte Reihe und die auf die vierte Reihe kommt, ist der Bauer durch. E5, F6. F6, wohin? F7. Ja, die zieren sich jetzt noch das Remis zu machen, wenn er jetzt anfängt, das Brett aufzuwischen. Ich reklamiere Remis. Ich sehe schon, wie das auf, wo das landet. Der fängt jetzt an, das gesamte Brett mit dem König aufzuwischen. Quasi sämtliche Felder einmal zu berühren, damit er ja keine dreimalige Zugwiederholung hat. Es ist ja Remis. Er kommt über die vierte Reihe nicht hinaus. Dann ziehe ich sofort D6, wegen König E5 und König F3 oder König F2, König E4. Da kommt sofort D6 und der Bauer ist zur Dame durch. Ebenso kann ich aber auch nichts machen. Wenn ich König F5 ziehe, kommt sofort F3 und der Bauer ist durch. Wenn ich H4 ziehe, dann lose ich das sogar noch ab. Na gut, er müsste schon so dumm sein zu nehmen, dann nicht mit König auf F4. Dann hätte ich wohl wieder Gewinnchancen, weil ich mit G5 an die Bauern rankomme, aber er macht gar nichts auf H4. So, was soll ich dazu sagen hier? Ja, es ist ein Computer ohne Display. Das ist dabei. Ich wollte ja nach der Megahertzzahl gucken, wie steht es denn da? Aber Giri gegen Dubov. Ich kann nicht Lippen lesen, deswegen gucke ich nicht so genau hin. Ding, dang, dung, ding, dang, dung. Ja, genau, ich bin auch schon da. Ja, 4 Megahertz, das so Megahertz-mäßig ist da wieder Super Mondial 2. 32 Kilobyte ROM, 8 Kilobyte RAM, 4 Megahertz, das ist das gleiche wie. Oder sagen wir mal, eher wieder Super Mondial. Ich sehe nämlich gerade hier. Ach, das ist ja Super Mondial. Jesus Christus, jetzt geht's los, jetzt geht's los. So, Mondial 2. Oder was hat er unter der Haube? 2 Megahertz, das ist natürlich wenig, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe jetzt auch nicht dagegen gewonnen. 32 Kilobyte, 2 Kilobyte RAM. Also die abgespeckte Version. Auch wieder Franz Morsch. Die abgespeckte Version vom Supermondial ist das hier. 32 Kilobyte Programm ist das gleiche. 2 Kilobyte RAM ist 6 Kilobyte weniger. Und 2 Megahertz ist auch ja, halb so schnell nur. Also ein abgespeckter Supermondial 1 ist das. 18.1. 1987, 150 Euro. Hier ist er als Bild. Die Figuren sehen hier zumindest ein bisschen anders aus, wenn das der Realität entspricht. Die sind nicht ganz so gräulich. Wir könnten trotzdem so aussehen wie die. Ich kann mich nicht genau erkennen. Soll der Computer mit Weiß beginnen? So muss wie bei dem Supermondial mit dem weißen Stein gespielt werden. Was ist da? Wie bei dem Supermondial mit dem weißen Stein von oben nach gespielt werden. Achso. Ja, was kann man dazu sagen? Das ist bestimmt kein schlechtes Gerät von der Spielstärke her. Mich würde aber das fehlende Display wirklich zu sehr stören. Und es gibt auch viele Level, die da nicht dabei sind. Er hat ja nur die A-Linie. Und der Supermondial hat ja die B, die C und die D-Linie auch noch als Level. Da sind also hier 8, 16, 24 Level, die man nicht hat.
Und die Matsu-Stufen, aber die konnte er auch haben, weiß ich aber nicht genau, habe ich nicht genau so nachgesehen. Puh, für was würde ich mir den holen? 30 Euro auf eBay. Maximum. Aber bestimmt nicht schlecht, wenn man dagegen spielen möchte und den als Schachcomputer hat. Aber wenn ich den als einzigen hätte, ich würde auf jeden Fall einen höheren anstreben. Dann würde ich doch mal irgendwie was Größeres anstreben als Schachcomputer. So, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, es ist ein abgespeckter Supermondial 1. Es ist kein schlechtes Gerät von sich her, aber Begeisterungsstürme bringt er mir nicht hervor. Tschüss, bis zum nächsten Mal.